Er stand mal vollends im Mainstream. Die linksideologische Vice titelte, der YouTuber Leon Lovelock verbreitet gefährliche Verschwörungstheorien, weil was dann kam, war beachtlich wie auch bedauerlich zugleich das berühmt-berüchtigte Treppenhaus-Video. Aber ich werde meine Fresse an der Stelle jetzt hier nicht mehr halten. So, lasst euch keine Angst machen, bitte. Und lasst eure Freiheit nicht einschränken. Wenn es zu dem Punkt kommt, dann geht bitte raus. Digga, ich scheiß dir, ist so geil. Ich schwöre auf alles, Mann, Alter. Ich bin so froh, dass ich einfach mein Gefühl da in diesem Video geteilt habe und es hochgeladen habe und drauf geschissen habe, was irgendwer sagt oder nicht sagt. So, weil genau das musste gesagt werden. Er war damit, mit der Reichweite und der Entschiedenheit, der allererste, der in diese Richtung gedacht und gesprochen hat. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Leon Lovelock Highlight-Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut zu Hause in Germany. Und zwar werden wir jetzt uns ein Video reinziehen von Achse Ost-West. Ich bin da auf dem Thumbnail drauf. Ja? Deswegen habe ich mich nicht lumpen lassen jetzt und gedacht, ich ziehe mir das Video im Stream rein. Und zwar heißt es Migranten im politischen Deutschland. Der Selbstdenker. Drei Typen. Hashtag 3. Wir gucken uns nicht das ganze Video an. Das geht 51 Minuten. Wir skippen so ein bisschen zu dem Part, wo ich auch erwähnt werde. Und gucken mal, was da erzählt wird. Bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Kommt auch mal im Twitch-Stream mit rein, wenn ihr Bock habt. Unten in der Beschreibung natürlich verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein ins Video, meine Freunde. Und rein in den Laden. Das nächste Beispiel für einen kritischen Geist innerhalb der Migrantenszene. Szene ist. Innerhalb der Migrantenszene, Digga. Sind wir jetzt eine Migrantenszene oder was? Weiß nicht, Digga. Sind wir nicht am Ende des Tages alle eins, Bro? Immer diese Migrantenspaltung und so finde ich eigentlich auch nicht geil. Wenn man das schon so als eigene Szene betitelt, weißt du? Die Migrantenszene. Ich bin gespannt, was erzählt wird. Los geht's. Sie Migranten herkennen. Das nächste Beispiel für einen kritischen Geist innerhalb der Migrantenszene ist Leon Lovelock. Auch ihn hatte ich im ersten Video vorgestellt. Lovelock it in, man. Halbschwarzer aus Süddeutschland war nicht immer in diesem Segment einzuordnen. Er stand mal vollends im Mainstream, ist nach Berlin gezogen, hat sich seine Karriere als Fitness-YouTuber und... Krass, Digga. Ich weiß nur ganz genau, das war in Hannover im McFit. Panos hat gefilmt. Das war das, glaube ich, das erste Video, was hier auf diesem Kanal sogar gekommen ist. Früher hieß der Kanal Lovelock Fitness und da habe ich aber auch nur 3-4 Videos hochgeladen nebenbei zu den Straßenumfragen, habe ich gedacht, mache ich noch so einen zweiten Kanal, wo ich das Fitness-Ding weiterverfolge. Und ich habe auch jetzt schon ganz lange keinen Fitness-Content mehr gebracht, müsste man eigentlich auch wieder mehr machen, aber werde immer noch als der Fitness-YouTuber so erwähnt, feiere ich. Influencer durch Straßenumfragen aufgebaut, Themen waren Frauen, Sport, Veganismus, aber auch Deutschrap. Er hat sich auch gerne Rapper eingeladen, mit denen er wild und man muss rückblickend sagen, naiv über alles Mögliche philosophiert hat. Denn was Leon Lovelock noch nicht mitbekommen hat, war nicht naiv, Bro, war gewollt. Ist, in Deutschland darfst du nicht über alles philosophieren. Da hat er aber teilweise recht. Also, ich habe mir nicht wirklich viel Gedanken darüber gemacht, so, sondern ich war einfach ich selber. Aber im Nachhinein betrachtet war es alles gut so. Weil hätte ich mich da verbogen und oder mich prägen lassen von Leuten, die mir gesagt haben, Bruder, kannst nicht über alles reden, kannst nicht über alles reden, dann wäre mein Content nie der gewesen, der es war und dann wäre ich auch heute nicht der, der ich heute bin. Also rückblickend betrachtet bin ich sehr, sehr froh, dass ich einfach immer ich geblieben bin und die Sachen erzählt habe und gefragt habe und drüber philosophiert habe, über die ich philosophieren wollte und mir keine Gedanken darüber gemacht habe, ob ich gecancelt werde oder nicht, weißt du? Schon, aber nicht ohne Konsequenzen, frei nach Idi Amin, es gibt eine Freiheit der Meinung, aber deswegen vielleicht nicht unbedingt eine Freiheit nach der Meinung. Und da ging der erste Angriff seitens links los, die linksideologische Vice titelte, der YouTuber Leon Lovelock verbreitet gefährliche Verschwörungstheorien. Ich weiß noch ganz genau, ich habe mich voll aufgeregt darüber, ich schätze dir. Wie jetzt, was schreibt ihr so einen Artikel? Ich bin aber auf die Straße gegangen und habe eine Umfrage dazu gemacht. Zu Verschwörungstheorien, da bin ich extra noch intensiver reingegangen, ich weiß noch ganz genau. Und wir reden hier von Anfang 2019, also noch lange vor Corona und der junge Mann verstand die Welt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Bruder, wie diese Medien gerade gegen mich schießen so. Wer? Warum? Juice Magazin, Weiß Magazin. Guck mal. Die schreiben Artikel über mich, die machen mich... Guck mal. Fertig. Und es gibt auch andere Leute, dessen Namen ich an der Stelle nicht erwähnen möchte, so, die zu mir kommen und sagen, meine Plattform wäre zu positiv. Guck mal.
Krass. Menschen gibt, die sowas denken überhaupt, Bruder. Ja. Leon verstand die Welt nicht mehr, hat er sich doch nur mit anderen Rappern in einer Spanne von naiv bis lustig über die Mondlandung oder über die flache Erde unterhalten. Nein, und das mit diesen positiven Dingen, was, glaube ich, jetzt nicht aufgegriffen wird, so, das mit diesen positiven Sachen, das ist eine Sache, die ist mir bis heute nicht klar, so. Wie man jemanden haten kann und jemanden sagen kann, dass der zu positiv ist, so. Der ist zu positiv. Der ist zu nett, der ist zu freundlich, der lacht zu viel, der fühlt zu viel. Wie kann man zu viel davon haben? Das ist doch ein Segen, das ist doch ein Gottesgeschenk. Wie kann man sich darüber lustig machen, beziehungsweise das als negativ hinstellen, weißt du? Das ist einfach ein Fact. Das geht gar nicht. Aber auch das darfst du in Deutschland nicht mehr. Nein, nicht mal spekulativ. Merk dir einfach als Faustregel, mein Lieber, hinterfragen ist in Deutschland strengstens verboten. Genau deswegen tun wir es. Wir hinterfragen hier auch auf diesem Twitch-Kanal, auf diesem YouTube-Kanal weiterhin ohne Rücksicht auf Verluste und lassen uns niemals, niemals, nie davon unterkriegen. Die sollen canceln, die sollen löschen, die sollen, was sollen die machen? Umbringen können die mich nicht. Umbringen können die mich nicht. Geht nicht. Lange vor Corona wurde Lovelocks Kanal damit zum Treffpunkt für Verschwörungsthesen und spekulativer Philosophie und das sage ich so neutral wie möglich. Ja, Treffpunkt für Verschwörungstheorien ist ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Ist ein bisschen zu extrem gesagt, weil wir haben natürlich hier und da immer mal wieder solche Themen angesprochen. Aber mainly, also Haupt, also eigentlich stand immer die Geschichte des Artists im Vordergrund, weißt du, die guten Seiten des Artists. Weil das war immer so mein Ding, war die Leute, mit denen ich Talks mache, die von der guten Seite zu präsentieren und Dinge aus denen rauszuholen, auch emotionale Sachen, die vielleicht so noch nie erzählt haben. Und dann hat man natürlich, in jedem Talk habe ich aber, das muss ich ganz klar sagen, habe ich immer mal wieder Dinge outside the box angesprochen. Flache Erde, was sagst du hierzu? Was sagst du zur Mondlandung? Was geht mit den Pyramiden und so? War schon immer Thema, aber war nicht das Main-Thema so. Deswegen seitens des Mainstreams sollte rückblickend seine erste rote Kapsel werden, weil was dann kam, war beachtlich wie auch bedauerlich zugleich das berühmt-berüchtigte Treppenhaus-Video. Für diejenigen... Oh shit, man. Treppenhauserin, Alter, da sind wir doch, meine lieben Freunde. Das berühmte-berüchtigte Treppenhaus-Video. Die Leon Lovelock Legendary. Über meinen Kanal kennen, fasse ich dieses Video mal kurz zusammen. Der vegane Fitness-YouTuber hat es gewagt, ein Corona-kritisches Video rauszuhauen und wurde daraufhin im Mainstream restlos zerrissen von der Antonio Amadeo Stiftung bis hin zu YouTubern wie KuchenTV. Hier ein paar Kostproben. Deswegen muss ich hier einmal ganz kurz was dazu sagen, weil das, was gerade passiert, das, was ich gerade sehe, das wird mir zu echt. Das wird mir zu real. Und es ist offensichtlich, was hier gerade passiert. Und es schwimmen mir viel zu viele Menschen auf dem Zug oder auf dem Strom mit. Versteht ihr nicht, was da gerade passiert so? Die wollen genau das. Und es ist mir jetzt auch scheißegal, Digga. So was mit meiner Reichweite passiert. Ihr könnt gerne den Xavier mit mir machen. Macht den Xavier mit mir. Sagt, ich bin verrückt, ich habe eine Psychose, was weiß ich. Aber ich werde meine Fresse an der Stelle jetzt hier nicht mehr halten so. Verstehst du das? Geht nicht. Ich bin bereit, für meine Freiheit zu sterben, so. Au. Und jeder von uns muss bereit dafür sein, wenn wir hier auf dieser Welt leben, so. Wir lassen uns nicht einschränken. Es kann doch nicht sein, dass wir uns zu Hause einsperren wegen einem Virus, der nicht tödlich ist. Geil, Digga. Ich habe mir selber das Video noch schon lange nicht mehr so selbst angeguckt, wenn ich ehrlich bin, ja. Ein Plan dahinter, Freunde. Fühle ich, glaube ich, mehr denn je. Die wollen uns einschränken, die wollen uns kontrollieren. Das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt. Guck mal, wie weit die das getrieben haben. Ich schwör's dir, so wie ich hier sitze, ich lass mich nicht einschränken. Ich lass mich nicht einschränken. Wenn ich trainieren gehen will, dann gehe ich trainieren. Mach die Fitnessstudios zu, dann gehe ich in den Park. Ist mir scheiße, ich gehe raus. Ich gehe immer raus. Ich werde nicht zu Hause bleiben. Digga, ich scheiß dir, ist so geil. Ich schwör auf alles, Mann, Alter. Ich bin so froh, dass ich einfach mein Gefühl da in diesem Video geteilt habe und es hochgeladen habe und drauf geschissen habe, was irgendwer sagt oder nicht sagt, so. Weil genau das musste gesagt werden. Auch wenn die meisten Leute am Anfang versucht haben, das irgendwie so hinzustellen, als ob ich ein Egoist bin, als ob ich irgendwie dafür verantwortlich bin, dass Menschen sterben und so eine Scheiße. Bro, das musste genau so gesagt werden. Und ich habe von Anfang an gefühlt, dass es die Wahrheit ist. Weil ich eine gute Anbindung habe zu Gott und gespürt und gefühlt habe, dass die jetzt einfach dieses ganze Kontrollthema nochmal aufs nächste Level heben wollen. Und im Nachhinein rausgestellt hat sich das genau so bewahrheitet, Freunde, ja. Ist einfach so. Ich werde nicht zu Hause bleiben.
Was sind die Symptome von Coronavirus? Fieber, ein bisschen Husten, trockenen Hals, allgemeines Unwohlsein. Dass wir uns das nicht mit uns machen lassen. So. Darauf müsst ihr euch gefasst machen. Macht euch ready für den Kampf, Digga. Wer weiß. Vielleicht ist es die Revolution jetzt. Vielleicht ist es endlich dieses Ding, wo endlich mal die Leute aufstehen werden und sagen werden, wir lassen uns von euch Wichsern nicht mehr kontrollieren. Wir lassen euch von euch nichts mehr einreden. So. Wir sind unsere eigenen Menschen. So. Bitte, bitte, ich appelliere an jeden von euch. Guckt, informiert euch und lasst euch keine Angst machen. Bitte. Und lasst eure Freiheit nicht einschränken. Wenn es zu dem Punkt kommt, dann geht bitte raus. Lass uns für unsere Freiheit kämpfen, Digga. Denn wir müssen zusammenhalten in der Gesellschaft. Wir müssen uns gegenseitig supporten, unterstützen. Wir müssen den Leuten, die Angst haben, einreden. Wir müssen für die da sein. Wir müssen die in den Arm nehmen und sagen, ey, hab keine Angst, so. Wir sind da. Ich bin da. Weißt du, was ich meine? So, wir sind da. Wir kämpfen dafür, dass uns nichts passiert, so. Wir müssen uns um die älteren Menschen kümmern. Mehr denn je. Weil die haben Angst. Weißt du, was ich meine? So, die haben Angst. Und die gehen jetzt einkaufen. Lass uns, die noch nicht so reflektiert sind, lass uns denen die Sachen überlassen, dass die sich wohlfühlen, dass die keine Angst haben und dass sie einfach denken, so ja, okay, mir geht's gut und ich werde das schon irgendwie schaffen. So. An sich ist das innerhalb der alternativen Blase eigentlich nichts Besonderes. Das sagen andere, eingeschlossen mir, seit Jahren. Aber der Zeitpunkt, der sticht ohne Zweifel hervor. Das Ding ist halt, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht ein Video oder Bericht oder irgendwas in die Richtung gesehen, so. Kann sein, dass ich da noch nicht in dieser Bubble war oder so, obwohl ich eigentlich auch schon sehr alternativ unterwegs war, aber ich habe danach gesucht, bevor ich das Video gemacht habe. So. Und es war auch mit ein Grund für mich, dieses Video zu machen, weil ich gesehen habe, dass keiner was dazu sagt, weißt du? Und es war relativ am Anfang. Ich weiß nicht, wer schon vor mir irgendwas in die Richtung gesagt hat, so, aber ich muss sagen, im Nachhinein betrachtet bin ich mega stolz darauf und ich bin froh, dass ich selber auch darauf zurückgucken kann und mir selbst sagen kann, so, egal, was dadurch passiert ist, egal, wirklich ganz egal, was dadurch passiert ist, ich bin mit mir selbst im Reinen so, weißt du? Und ich kann wirklich euch auch sagen, dass ich das alles gemacht habe, dieses Video gemacht habe und da geredet habe, mir ging es da nicht um Fame oder so, im Gegenteil, ich wusste ja schon, während ich das Video gemacht habe, habe ich ja schon gesagt, macht den Xavier mit mir, nimmt mir ruhig alles weg, ist mir alles scheißegal und so. Ich habe das für die Menschheit gemacht, ich habe das gemacht, weil ich helfen wollte, weil ich jemand sein will, der für die Wahrheit kämpft, für das Gute kämpft, so weißt du. Und darauf kann ich für immer stolz sein, das kann ich meinen Kindern irgendwann erzählen und so, und das ist eine Sache, das erfüllt mich, weißt du, wirklich. Denn was ihr hier gesehen habt, war aus Anfang März 2020. Wir erinnern uns alle noch, die meisten waren zu dem Zeitpunkt noch reserviert, kopflos oder schon gehorsam unterwegs. Man muss bei aller Kritik festhalten, er war damit, prove me wrong, aber von dem, was ich mitbekommen habe, mit der Reichweite und der Entschiedenheit, der allererste, der in diese Richtung gedacht und gesprochen hat. Damit hat Leon von Anfang an auf das richtige Pferd gesetzt und ich sagte ja, es war beachtlich, wie auch bedauerlich zugleich, denn welche Lawine dann über Leon eingebrochen ist, ich habe das noch genau vor Augen und seine Reaktion war wie gesagt sehr bedauerlich. So wie ich es in Erinnerung habe, ist er zunächst eingeknickt, hat noch ein Follow-up-Video gemacht, dann das ursprüngliche Video wieder gelöscht, dann... Nein. Also ich habe ein Video gemacht, danach nochmal, wo ich schon ein bisschen ehrlich auch eingestehen muss, dass ich da mich ein bisschen habe beeinflussen lassen. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, von wem und so, aber ich habe sehr viele Anrufe natürlich bekommen, eigentlich aus der ganzen Szene. Jeder coole Dude aus der Szene, mit dem ich wirklich cool war, hat mich angerufen und hat gesagt, ey Bro, das war zu viel und ey, du musst das jetzt, du musst dich rechtfertigen, du musst so ein Video machen, du musst so ein Video machen, du musst so ein Video machen. Und ich war da noch nicht so, wie ich jetzt heute bin zum Beispiel, weißt du? Ich habe mich da ein bisschen beeinflussen von lassen, von diesem ganzen Shitstorm und von diesen ganzen Anrufen und von diesen ganzen E-Mails und Nachrichten und so, habe ich mich definitiv ein bisschen beeinflussen lassen und habe dann nochmal ein Video gemacht, wo ich das alles nochmal mit einer anderen Perspektive erzählt habe, aber ich bin trotzdem dabei geblieben, dass ich glaube, dass hier ein falsches Spiel läuft, aber ich habe dann ein bisschen so leicht die Ruder-Vibes angeschmissen, glaube ich, an der Stelle, ja. Also so leichte Ruder-Vibes habe ich auf jeden Fall angeschmissen, aber dieses Video wurde entfernt, weil es gegen die Community-Richtlinien von YouTube verstößt. Ich habe das Original-Video und die Videos danach selber nie gelöscht. Die Videos sind alle eigentlich immer noch online. Ich habe es bis jetzt nicht gelöscht. Das heißt, ich könnte sogar nochmal Einspruch einlegen und bla bla bla, dass es irgendwann vielleicht sogar wieder online kommt. Die sind noch auf meinem Kanal da.
zu sich auf seinem Kanal eingeladen, zu einem Interview, dann doch nicht, dann doch wieder. Es war ein einziges Hin und Her und es war einfach keine Linie zu erkennen. Doch. Also ich verstehe, was er meint. Ich habe leichte Ruder-Vibes angeschmissen, aber ich bin meiner Linie in dem, dass ich gesagt habe, dass hier ein falsches Spiel mit den Menschen gespielt wird und dass ich nicht glaube, dass das das ist, was die uns erzählen. Dem bin ich die ganze Zeit treu geblieben. Nur habe ich immer mal wieder gesagt, ja, vielleicht die Art und Weise, wie ich es gesagt habe und diese ganzen Sachen, so habe ich auf jeden Fall leicht relativiert an der Stelle, aber ich bin schon immer der Kernmessage treu geblieben. Dass ich das nicht verstehen könnte, denn der Druck muss immens gewesen sein und im Nachhinein hat er auch alles verloren. Viele Werbepartner sind abgesprungen, im Mainstream wurde er restlos gecancelt und viele haben sich von ihm distanziert. Mittlerweile hat er sich auf seinem Kanal wieder etwas rehabilitiert und klärt wieder in Richtung Impfschäden und Corona-Aufarbeitung auf und unterhält sich ebenfalls mit anderen aufklärenden Stimmen. Ich lege mich fest, wäre Leon Lovelock damals nicht eingeknickt, dann hätte er der führende Kopf der Anti-Corona-Maßnahmenbewegung werden können. Aber vielleicht war der Zeitpunkt zu früh oder er war dem Druck zu diesem Zeitpunkt nicht gewachsen. Denn eine Sache zeichnet Leon aus wie keinen anderen, sein Bedürfnis nach Harmonie und Positivität. Er hat eine sehr hohe Agreeableness, daher kommt es wahrscheinlich auch, dass ihn die meisten seiner Gesprächspartner inspiriert und geprägt haben. Also mich hat es auf jeden Fall krass geprägt an der Stelle. Fühle ich, feiere ich, hat mich geprägt. Aber wenn du nun mal eine Meinung hast, die nicht mit der Mehrheitsmeinung übereinstimmt, wenn du nun mal deinen eigenen Kopf hast und selbst denkst, dann halt dich entweder zurück oder nimm die Anfeindung an. Die haben versucht, dir alles zu nehmen, weil du es gewagt hast, den Zeitgeist in Frage zu stellen und du machst, meiner Meinung nach, immer noch gute Miene zum bösen Spiel. Harmoniesucht kann in toxische Positivität gehen. Nein, Bro. Da bin ich komplett anderer Meinung so. Ich reagiere anders als die meisten Menschen so. Ich hätte natürlich auch die Attila Hildmann-Vibes anschmeißen können und dann direkt gegen die Leute, die gegen mich schießen, wieder gegengehen können. Und auch Leute irgendwie, also ich hätte selbst auch diese Radikalität ein bisschen mehr leben können und dann gegen diese ganzen Leute und Anti-Videos machen und ey, ich hab's euch doch gesagt und da. Das bin ich aber einfach nicht, weißt du, was ich meine so? Das bin ich einfach nicht, Bro. Ich bin ein liebender, harmonischer, positiver Mensch. Ich habe von Gott sehr, 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 sehr viel Liebe in mein Herz bekommen. Und diese Liebe und diese Positivität wird in meinem Fall niemals toxisch werden. Weil ich einfach weiß, dass wir am Ende des Tages eigentlich pure Liebe sind. Und dass dieses ganze Menschliche, mit dem wir uns identifizieren, mehr oder weniger eine Illusion ist. So. Ich weiß ganz genau, dass mein Spirit, meine Seele, das, was göttlich ist in mir, das ist pure Liebe. So. Und ich brauche nicht auf Krampf gegen irgendwelche Leute schießen, weil die gegen mich geschossen haben. Oder muss mich als der hinstellen, der krasseste ist, weil ich als erstes die Wahrheit gesagt habe und so. Das sind alles Sachen, die muss ich nicht tun. Weißt du, was ich meine? So. Und deswegen bin ich ein bisschen auf einer anderen Wave als der Bruder hier. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall schöne Worte an der einen oder anderen Stelle. Finde ich ein bisschen teilweise, sein Denken finde ich leider, also was heißt leider, aber sein Denken finde ich, geht nicht mit meinem Denken d'accord so richtig, gerade was das Thema jetzt angeht mit toxischer Positivität und so, fühle ich gar nicht, Bro, aber das ist deine Meinung. Nicht dazu in der Lage ist, eine Kriegserklärung auch als solcher ernst zu nehmen. Du kannst nicht für deinen Standpunkt kämpfen. Ich kämpfe nicht, also ich kämpfe schon, aber ich kämpfe für Liebe und für die Wahrheit und ich werde auf Hass und Negativität mit Liebe und Positivität antworten. Gleichzeitig zu tun, als ob diejenigen, denen deine Meinung nicht passt, nicht deswegen gegen dich kämpfen. Ich weiß, Hass und Unterdrückung und Ausgrenzung ist nicht deins. Sollen die weiterhin gegen mich kämpfen, Bro? Die Frage ist am Ende des Tages, wer hat die bessere Schwingung? Wer lebt seinen Tag besser? Wer hat mehr Liebe, wenn er rausgeht? So, weißt du, was ich meine? So? Und ich kann dir sagen und versprechen, dass ich mit Lieben und Positivität und mit meinen Augen, wie ich die Welt mittlerweile sehe, so immer eine gute Zeit habe, so. Immer eine sehr schöne, positive Zeit habe. Und ich will mir das nicht kaputt machen lassen von irgendwelchen Leuten, die auf viel niedrigeren Schwingungen unterwegs sind und die ganze Zeit mich anfeinden wollen, damit ich irgendwie reagiere oder so. Ich reagiere da nicht drauf und ich lasse mich davon auch nicht runterziehen. Weißt du, was ich meine? Aber das wird sie nicht davon abhalten, dich zu hassen, dich zu unterdrücken. Sollen die doch weiterhin machen. Aber du musst verstehen, Bro, dass wir alle miteinander irgendwo zusammenhängen, weißt du? Wir sind ein kollektives Bewusstsein. Wir hängen alle miteinander zusammen. Wenn jemand mich hasst, hasst er eigentlich sich selber, Bro. Und wenn jemand mir was Schlechtes tut, dann tut er sich selber damit was Schlechtes und tut der ganzen Menschheit damit was Schlechtes. Und das muss man halt auch verstehen. Nur weil jemand mir mit Hass gegenübertritt und mit Anti und mit Krieg und mit Gewalt und so, heißt es nicht, dass ich mit den gleichen Dingen darauf reagieren muss, weißt du? Muss ich einfach nicht, weil
ich hab's schon verstanden, dass ich bin da schon drüber hinweg. Weißt du, was ich meine? Dich auszugrenzen. Deswegen ist Leon Lovelock für mich ganz klar ein Selbstdenker, wenn auch stets vorsichtig und gewissermaßen unfreiwillig, weil er ein Ausgestoßener des Mainstreams ist. In Sachen Migrationspolitik kann er allerdings leider nur längst widerlegte linke Mythen adaptieren und weist leider wenig eigenes kritisches Denken auf. Weil die meisten kommen weit über 70% ohne einen Pass. Und wenn sie ohne einen Pass in Deutschland sind, können wir sie nicht mehr abschieben. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen anders eingestellt, was das Thema angeht. So. Erzähl. Ja, ich bin so eingestellt, dass ich sage, ich bin so eingestellt, dass jedem Mensch die ganze Welt gehört und jeder Mensch überall hingehen kann, wenn er das möchte. So. Die Grenzen halt nehme ich nicht ernst. So. Mhm. Also ich sage, Mensch ist Mensch, egal wo du herkommst. Und wenn vor allen Dingen... Real Talk, Digga. Krass, dass man das nicht versteht. Leute verstehen das nicht. Die sagen, nein, Mann, Migrationspolitik, wir dürfen die nicht reinlassen, weil die gehören nicht hierhin und die haben keinen Pass und dies, das, bla. Bro, ich bin einfach anderer Meinung. Und da kannst du das auch, ich finde es schon sehr anti, was der da eben gesagt hat, bevor er diese Sequenz da gerade eingeblendet hat, so, dass ich angeblich irgendwelche links, bla, 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 Ideologien und so. Bro, weißt du, was aus mir redet? Das ist Menschlichkeit, das ist Gott. Zwei Themen. So, einmal der Ursprung der Geschichte, warum Menschen überhaupt flüchten. Haben wir als Land auch dazu beigetragen, ja oder nein? Was oft auch der Fall ist. So. Und wenn Leute kommen, wie wird mit denen umgegangen? Also wie wird umgegangen? Was ich als brutal kritisch sehe, ist, dass Menschen dann reinkommen und dann einfach in irgendwelche Lager oder so abgeschoben werden, anstatt die vernünftig zu integrieren. Also da wirklich Arbeit reinzustecken, den Menschen richtig ans Herz zu legen. Was sind die Gesetze hier? Lernt die Sprache. Lass sie in die Schule gehen, lass sie arbeiten, lass sie dies, lass sie das. Also versuch sie besser zu integrieren in dieses Land. Und dann glaube ich auch, dass diese ganzen Themen, die du auch angesprochen hast, minimiert werden auf ein Minimum, so, weißt du? Weil es gibt aus jedem Volk oder es gibt immer Drecksmenschen, die Kacke bauen, so, weißt du, wie ich meine? So, das ist unabhängig davon, wo die herkommen oder nicht herkommen. Aber wir können das vermeiden, indem wir sie halt aufnehmen und dann auch was dafür tun, dass sie sich vernünftig integrieren. Und dann, glaube ich, kann man so eine Geschichte aufs Minimum reduzieren. Und wenn jemand straffällig wird, dann hat er seine Strafe verdient. So, da bin ich deiner Meinung. Wenn einer Scheiße baut, dann hat er seine Strafe verdient. Und wenn es nach dem Gesetz die Strafe ist, in Knast oder dies oder das, dann bin ich damit auch konform. So, weißt du? Aber ich bin generell einer, der nicht sagen würde, dass man Menschen, die aus armen Verhältnissen, beziehungsweise aus Verhältnissen kommen, wo Bomben fliegen oder wo Krieg ist oder wo sie kein menschliches Leben mehr leben können, ich kann es diesen Menschen nicht übel nehmen, dass sie davon weggehen, da weggehen. Und okay, Fakt ist aber, sind ja nicht die meisten aus dem Kriegsgebiet gekommen, die sind ja auch von woanders gekommen. Und deswegen landet er auf der Achse des Selbstdenker nicht so weit außen, aber in jedem Fall... Bros, for me... 100%iger Real Talk stehe ich bis heute 1 Million% hinten dran. So in meiner Welt, in meiner, so wie ich die Welt sehe, ist das einfach Fakt. So, da gibt's nichts hinzuzufügen. Zum Eigennützigen als zum Verbündeten. Ein weiteres Beispiel für einen aus dem Mainstream Ausgestoßenen ist der afghanische Comedian. Ja, okay, wir haben uns reingezogen, meine lieben Freunde. Wir haben uns das jetzt reingezogen. Durchwachsen an der Stelle. Ich stehe neben Ken Jebsen, echt, hat einer gesagt, ah krass. Afrop, Nemo, Harris, PA Sports. Ja, weiß ich nicht, Digga. Der Bruder hat da eine Wissenschaft jetzt ein bisschen selber draus gemacht und so. Auf jeden Fall, ja, so, was soll ich sagen? Feedback zum Video. Ich sag mal so, hier und da hat er ein paar gute Sachen gesagt, ein paar Sachen gesagt, die auch so stimmen. Hier und da hat er ein paar Sachen gesagt, wo ich ganz komplett anderer Meinung bin. Ich weiß nicht, was genau die Intention dahinter ist, so auf diese Migrantenfilme zu gehen und zu zeigen, welcher Migrant angeblich wie ist und die dann irgendwie in irgendwelche Raster und so einzuordnen, um dann zu sagen, der ist so, der ist so, der ist so. Viel Gerede über andere und so. Ist nicht mein Flavor so, was der jetzt da macht an Content, aber soll er weiterhin sein Ding machen, was soll ich dir sagen, Bro? Wir haben unsere Meinung dazu abgegeben, ein paar schöne Worte waren eigentlich am Start so, zwischendurch mal hier und da, aber dann hatte ich auch wieder das Gefühl, der könnte auch einer von den Leuten sein, die von Anfang an gegen mich geschossen haben. I don't know, ich kenne den nicht, ich wünsche ihm trotzdem nur das Beste, One Love an der Stelle. Wir machen weiter.